Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Goodie mit einem weiteren Guide zum Mass Effect Andromeda. Und zwar holen wir uns heute die Relikträtsel auf H047C. Besser gesagt, ich habe bisher nur ein einziges gefunden. Das ist Bestandteil der Story. Deswegen auch nochmal mein Hinweis. Wenn ihr weitere Rätsel kennen solltet, die ich vielleicht übersehen habe, schreibt das bitte immer unten in die Kommentare rein. Ich werde zum Abschluss der Serie nochmal ein komplettes Video machen mit allen Rätseln, die bis dahin bekannt sind und halt auch von euch. Deswegen schreibt ruhig rein in die Kommentare. Hey Goody, ich habe noch da und da eins gefunden. Versucht das so gut wie möglich zu beschreiben. Dann wird das im abschließenden Video berücksichtigt. Hier in diesen Guide-Reihe haben wir auf alle Fälle die 20, die wir benötigen für die Trophäe. Das ist ja das Entscheidende, die Trophäe zu bekommen. Aber wenn man welche verpasst hat in irgendwelchen Story-Gewölben, dann ist es natürlich gut, wenn man optionale nachholen kann. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, da, wenn aktiv von euch auch noch Rätsel kommen, die ich vielleicht übersehen habe, einfach damit dann halt auch jeder die Chance auf die Trophäe hat, selbst wenn er optionale Rätsel übersehen hat. Dieses hier kann man zum Glück nicht übersehen, das gehört eigentlich zur Storyline dazu. Ich habe es euch gezeigt gehabt, und zwar geht es hier um die Reliktfräse, also die Quest, die Reliktfräse. Die wird automatisch auf dem Planeten freigeschaltet, wenn ihr, ja, eure Story-Aufgaben hier soweit erledigt habt, dann kommt automatisch die Reliktfräse, dann könnt ihr das machen. Und hier seht ihr, nehmt eine richtige Pompe mit, weil da wartet ein Elite-Zerstörer. Der Elite-Zerstörer kann ganz schön hart sein, deswegen habe ich hier diesen Cobra-Raketenwerfer genommen, wie sich das Ding hier nennt. Und ja, damit ist er down, ne? Das war's. Also ich war selber ganz, ganz überrascht, ne? Weil das ist doch ein sehr, sehr harter Kampf hier bei der Reliktfräse. Und mit dem Cobra-Raketenwerfer war es dann auf einmal eher Langeweile. So kann man es wirklich nennen. Und wie gesagt, das einzige Relikträtsel, was ich bisher momentan hier entdeckt habe, auf H047C, was ihr aber halt auch dringend benötigt, natürlich dann logisch, um alle 20 Trophäen mitzunehmen. Und hier ist es ja sowieso, alle Trophäen natürlich für die 20 Rätsel so rum. Und hier ist es ja sowieso storybezogen. Deswegen wird die Lösung auf jeden Fall benötigt und die ist nicht leicht. Und deswegen zeigt der Goodies hier euch. Ich hoffe, der kleine Guide hier hat euch geholfen und gefallen. Wenn dem so war, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr natürlich das Video vielleicht im Bekanntenkreis teilt. Wenn ihr den Kanal abonniert, wenn noch nicht geschehen, weil dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video mehr. Und ein Daumen hoch ist natürlich auch immer eine ganz tolle Geschichte. Ansonsten natürlich eure Meinung in den Kommentaren ist ganz genauso gerne gesehen. Also wenn ihr auch weitere Rätsel kennt oder sagt, Mensch, gut, ihr hast was verpasst, schreibt es einfach unten rein. Ich sage bis zum nächsten Guide. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.